Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview auf der Fondforum-Plattform, heute aus dem Bereich Healthcare. Ich freue mich sehr, Dr. Jan Linsin hier bei mir zu haben in diesem Interview. Lieber Herr Dr. Linsin, wir wollen ja mal ganz kurz sprechen, Marktsituation und auch das, was man eventuell ja vielleicht verbessern könnte. Können Sie mal so in einem kurzen Abriss mal sagen, wie steht nach Ihrer Wahrnehmung, Sie betreiben ja Research durch und durch, wie steht der Markt im Healthcare-Bereich momentan da, der Immobilienmarkt? Insgesamt muss man sagen, dass er sich sehr verhalten zeigt aufgrund der ganzen konjunkturellen Situation, der Unwägbarkeiten politischer Art. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass das Investoreninteresse aus dem In- und Ausland nach wie vor da ist. Das zeigt sich noch nicht in den Transaktionen. Wir hatten einen relativ moderaten Start im ersten Halbjahr 2024. Wir sehen aber, dass sich momentan einige Investoren positionieren, um wieder am Markt aktiv zu werden. Wenn Sie die Marktentwicklungen einfach mal so ein bisschen rückwärts auch vergleichen, hatten wir so eine Situation, wie sie momentan da ist? Gab es das schon mal so nach Ihrer Wahrnehmung, dass man eigentlich wollte, aber nicht investiert hat? Wie hat der Markt sich generell so ein bisschen auch, ich sag mal, in seinen Werten vielleicht in den letzten Jahren dazu entwickelt? Ich muss sagen, es ist eine Sondersituation. Wir hatten natürlich aufgrund der Niedrigzinsphase ein extremes Nachfrageüberhang nach Healthcare-Immobilien, nach Gesundheitsimmobilien, auch Sozialimmobilien aus unterschiedlichen Herkunftsländern der Investoren. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir extrem hohe Investitionsvolumina hatten. Das hat sich abgeschwächt, aber nichtsdestotrotz, wir sehen es auch in den Werten, logischerweise, die Werten sind in allen Assetklassen zurückgekommen. Das heißt, die Renditen sind deutlich gestiegen. Das bietet aber jetzt aktuell natürlich wieder Einstiegschancen. Investoren sehen, dass sie über die Staatsanleihe deutlich einen Risikospread haben, in der Immobilie zu investieren. Und wir brauchen ja auch privates Kapital, um letztendlich unsere Transformation, soziale Transformation, die für unsere Volkswirtschaft dringend notwendig ist, dafür brauchen wir privates Kapital. Und das kommt nur nach Deutschland, wenn eben letztendlich auch hier die Rendite ordentliche Verzinsung abwerfen. Sie hatten ja eben gesagt, die Investoren zeigen sich eigentlich wieder positiv dieser Assetklasse gegenüber, aber es zeigt sich sozusagen noch nicht in Research-Daten, kann man ja so sagen, in Transaktionen. Was meinen Sie, ist denn aus Ihrer Sicht notwendig, damit der Markt sozusagen wieder in Schwung kommt? Wir haben vielleicht nicht den Eingriff auf die Regulatorik und diese Sachen, aber was meinen Sie, kann man vielleicht auch als Unternehmen, und Sie sprechen ja für einen der ganz großen Player auch, was können die Unternehmen tun, um Healthcare als Assetklasse wieder ein bisschen mehr voranzubringen? Ich glaube, wir brauchen letztendlich die Regulatorik. Das ist also, wir müssen auf die Politik zugehen. Das ist ausschließlich. Sehen wir eine Verschiebung der Assetklasse, der Sub-Assetklasse. Es ist eine Nische. Es ist eine Nische, die eben auch Expertenwissen braucht. Das heißt, es sind Betreiberimmobilien. Wir sehen, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und wir sehen, dass natürlich dann die Investoren auch sich anderen Assetklassen außerhalb der Pflegeimmobilien, die oftmals auch im Fokus standen der vergangenen Jahre, weil wir eben dann andere Sub-Assetklassen haben, wie Ärztehäuser beispielsweise, wie Seniorenwohnen, die weniger reguliert sind. Was können Betriebe machen? Natürlich können sie, und das ist Wichtigste, sie müssen attraktiv bleiben. Sie müssen natürlich auch Businesspläne haben, die realistisch sind. Das heißt, es ist auf ein Zugehen der Betreiber, der Investoren, aber auch der Sozialträger und letztendlich auch der Politik, um das, was ich angesprochen habe, hier diese Transformation auch hinzubekommen. Weil wir brauchen diese soziale Infrastruktur dringender denn je. So ein kleiner Ausblick noch nach vorne. Wie wird im nächsten Jahr 2025, wie wird der Markt sich aus Ihrer Sicht prognostisch momentan entwickeln? Wenn ich Sie jetzt zwinge, mal so ein bisschen eine Prognose, wenn wir uns zum nächsten Jahr vielleicht wieder hier zum Healthcare Day treffen, was meinen Sie, ist bis dahin immobilientechnisch passiert? Ich glaube, dass die Investoren und auch die Verkäufer sehr genau wissen, wo der Wert ihrer Immobilie ist. Das heißt, man hat sich jetzt nicht nur eingeruckelt, man weiß, dass letztendlich diese hohen Faktoren der Vergangenheit, das erstmal auch wirklich der Vergangenheit angehören. Man kann wieder auf einer vernünftigen Basis kalkulieren. Man weiß, was man auch bekommt. Ich gehe davon aus, dass wir 25 deutlich, deutlich bessere Investitionszahlen sehen als in diesem Jahr, weil 2024 ist ein Jahr des Übergangs in allen Assetklassen, auch im Healthcare-Bereich. Ich bin zuversichtlich, dass wir 25 dann wieder mit deutlich mehr Rückenwind in das Investmentjahr starten.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke für Ihre Prognose. Ich freue mich, wenn wir diesen guten Kontakt behalten, uns vielleicht im nächsten Jahr wieder zu einem solchen kurzen Austausch treffen. Und danke Ihnen sehr, dass Sie sich diesem Interview gestellt haben. Dankeschön.